wieder was Neues, und zwar der zweite Part vom Kino, weil ihr euch wieder gewünscht habt. Mit vielen verschiedenen neuen Sachen müssen wir wieder mal Süßigkeiten ins Kino bringen. Und dabei habe ich natürlich die wunderbare Toni. Hallo Leute! Was ist unser erster Trick, um ins Kino reinzukommen? Um den bösen Türwärter tatsächlich auszutricksen, um so viele Süßigkeiten wie möglich reinzubekommen. Okay, Roman, ich habe direkt eine Idee. Und zwar müssen wir einfach so ein bisschen lockerer werden und unsere Klamotten so ein bisschen mehr baggy tragen. Oh. Weißt du, wenn wir nicht so Standard-Jeans tragen, sondern einfach so ein bisschen mehr baggy, dann passen da auch richtig viele Süßigkeiten rein, Leute. Meinst du mit baggy, dass wir quasi richtig breite Klamotten tragen und da dann alles reinmachen? Ja, so wie früher. Okay, yeah, okay. Dann lass uns schnell umziehen. Los geht's! Wow! Hey, Leute! Richtiger Tupac-Fan! Richtiger Eminem-Fan! Ab Slim Shady, out of Slim Shady! Und, bling, bling, Leute, bling, bling! Damit das Ganze auch natürlich authentisch aussieht, müssen wir selbstverständlich auch das richtige Zeug dazu tragen. Also die unser richtigen... Schmuck, Leute, unser genau. Schmuck. Das Accessoire muss stimmen und dementsprechend haben wir hier nice Dollarketten, nice Goldketten und selbstverständlich den coolsten Look. Da wir jetzt richtig cool sind, können wir jetzt also alle Süßigkeiten, die hier sind, irgendwie ins Kino bekommen. Okay, also ich glaube, meine Hose passt schon mal so richtig viel rein. Wenn man das hier anschaut, kann man das hier einfach so festziehen. Also, wir ziehen jetzt hier mal komplett fest und dann hast du quasi extrem, also wirklich extrem enge Hosenbeine unten. Okay, und damit kannst du jetzt eigentlich deine komplette Hose auffüllen. Mit Süßigkeiten! Kriegst du da so eine Pombeer-Krizzle-Rolle rein? Leute, schau dich das an. Aber entspannt. Warte. Dann noch ein paar Getränke. Dann vielleicht noch ein paar von diesen Kinder Buenos. Und dann machen wir hier einfach zu. Du siehst so aus, als ob du so einen Eishockeyschutz oder sowas im Knie drin hast. Ich habe einfach massive Beinmuskeln. Massive Waden. Okay, und ich hau mir jetzt einfach hier nochmal, wenn ich da so rangehe, hier mal ein paar Süßigkeiten noch in die Hose. Und dann können wir eigentlich ohne Probleme einfach zum Kino gehen und einfach sagen, yo, ist halt einfach eine lockere Zeit mit lockeren Klamotten. Ich habe jetzt hier so 4 Liter Sprite in meiner Hose. Also, ich glaube, ich bin bereit, Mann. Was? Hey Roman, wollen wir einen Film anschauen? Ja, Mann, lass uns einen Film anschauen. Oh yeah. Yeah. Ab ins Kino. Da hinten ist der Wärter. Ah, ich sehe ihn. Also, wir müssen ganz cool bleiben. Bleib in der Rolle. Du hast die Tickets, richtig? Ich hab die Tickets. Okay. Ja, das wird entspannt. Oh, ganz entspannt. Kannst du vorgehen? Weil ich habe das Gefühl, man kann so ein bisschen sehen, dass ich was dabei habe, weißt du? Okay, ich deck alles ab, okay? Okay. Hey, Kollege! Was geht ab, Partner? Was geht ab? Ja, wir wollen ins Kino. Yo, Mann, wir gehen nämlich in Hip-Hop 2. Yo! Da hast du richtig gehört, Mann. Puh! Echt Gold. Genau. Die Tickets ist okay, oder? Ja? Was? Ja, alles klar, Mann. Wir gucken uns nämlich jetzt den Film an. Einfach ganz entspannt. Geh drauf. Yo! Danke, Alter. Yo, yo, yo. Oh, meine Hose rutscht, ey. Oh, Junge, okay. Das war jetzt leichter als gedacht. Das Beste ist, eine Sprite für dich. Ah. Und eine Sprite nochmal für mich. Du hattest 2 1,5 Liter Sprite in deiner Hose, Mann. Oh, ich dachte, es sind sogar 4 Liter gewesen. Es sind nur 3 gewesen. Oh, warte, was haben wir hier? Okay, also, einmal cool geht's. Ich habe hier auch noch Schokolade. Oh, das ist so unglaublich viel, was wir mit dieser Taktik reinbekommen haben. Also der Trick lohnt sich auf jeden Fall. Boah, ey, ich habe sogar aus Versehen noch Gummibärchen mitgenommen. Und was habe ich denn da nochmal? Ist das etwa nochmal ein bisschen Giotto? Oh, ich liebe Giotto. Ich habe auch noch eine Handvoll Chupa Chups. Und ein paar Mikado-Sticks. Oh, oh, was habe ich denn da? Das habe ich ja ganz vergessen. Warte. Oh.
noch Bosmartis. Oh, perfekt. Also Leute, ich würde sagen, das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Wenn man sich einfach als Rapper verkleidet oder als 2000er-Look und dann einfach die ganze Hose damit voll macht, dann hat man auf jeden Fall genug für den ganzen Film. Oh yeah. Aber wir brauchen noch mehr, deswegen neue Taktik. Okay, nächster Trick ist vielleicht etwas gewagt, aber Toni hat es hier schon und zwar, wir haben eine Tüte. Warum nimmt man eine Tüte mit ins Kino? Also, was könnten wir da reinfüllen? Also, die Idee ist wie folgt. Wir haben hier eine Tüte und da, fragt mich nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber wir probieren es einfach aus. Wir haben auch auf eure Kommentare gehört. Da füllen wir jetzt Sprite rein. Pass auf. Also, die Sprite soll aussehen wie Wasser. Okay. Das ist gar kein Problem. Sprite sieht immer aus wie Wasser. Und jetzt brauchen wir nur noch irgendeinen Grund, warum wir einfach so eine Tüte Wasser mit ins Kino nehmen. Na, oder eine Tüte Sprite zumindest. Für uns würde das bedeuten, dass wir 1,5 Liter Sprite mitnehmen können. Aber die einfach so mitzunehmen, ergibt keinen Sinn. Deswegen haben wir hier ein paar Süßigkeiten, die in Form von einem Goldfisch sind. Wir nehmen einfach Goldi mit ins Kino. Wir sagen dem Typen an der Pforte, dass wir unseren Goldfisch halt mitnehmen wollen und ja, hoffen, dass es funktioniert. Und guck mal, da ist sogar Goldi. Oh, ab in die Tüte mit dir. Okay, Goldi, abtauchen. Oh, guck mal, da schwimmt er. Oh, er schwimmt wirklich. Oh mein Gott, er schwimmt. Also ich glaube schon, er könnte drauf reinfallen. Ja, aber wollen wir ein paar mehr mitnehmen, oder? Ja, mach mal alle rein. Okay. Wir haben einfach unser ganzes Aquarium mitgenommen, Leute. Ja. Wir waren einfach noch mal kurz beim Zooladen und wollten unseren Goldfisch mitnehmen ins Kino. Gar kein Problem. Passiert jedem Mal. Und deswegen probieren wir es jetzt aus. Los geht's. Okay. Wir haben unseren Goldfisch jetzt mitgebracht ins Kino. Toni, das machen wir jeden Mittwochnachmittag so. Immer. Ich nehme meinen Goldfisch überall mit hin, Leute. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus, okay? Okay. Hast du die Tickets? Ja, nee. Ja, habe ich. Ah, sehr gut. Okay. Oh, hallo. Was lesen Sie denn da? Hä? Achso, das Aerosol Comic Adventure? Oh, achso. Er will, dass du ein Autogramm gibst, glaube ich. Ein Autogramm? Klar, kannst du kurz den Goldfisch halten? Ja. Oh, meine Güte. Also, einfach unterschreiben. Oh, okay. Was für ein Zufall, Leute. Denn das ist das Arizona Comic Adventure. Das ist ein neues, komplett rausgebrachtes Comicbuch von uns, was tatsächlich sogar ein Minecraft-Comic ist. Falls ihr also gerne Minecraft-Comics lest und Arizona cool findet, dann schaut doch in jeder Buchhandlung vorbei. In ganz Deutschland kann man gerade überall holen. Ist komplett neu rausgekommen. Und deswegen haben wir da tatsächlich einfach ein richtig cooles Buch. Deswegen schaut auf jeden Fall in Thalia, Hugendubel, Amazon, überall vorbei. Dort gibt es das Arizona Comic Adventure. Und zwar, wie ich an einem Tag 100 Euro verdiente. So heißt der Titel. Und genau, jetzt haben wir die kleine Unterschrift gemacht. Und ich hoffe mal, dass er sich auf jeden Fall freuen wird. Oh, Mann. Oh Mann. Was ist denn passiert? Ich habe doch gerade nur Werbung gemacht. Oh. Wir sind aufgeflogen, Mann. Oh, ich dachte, du bist mein größter Fan. Oh. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu was, was wirklich funktionieren kann. Und ich finde, das ist eine mega, mega schlaue Idee. Und dafür müssen wir eine Runde basteln. Also, die Idee kommt sogar von euch, Leute, von den Zuschauern in den Kommentaren. Wir haben auf euch gehört, weil ihr habt geschrieben, nehmt doch einfach einen Popcornbecher und tut so, als ob da Popcorn drin wäre. Aber eigentlich ist da gar kein Popcorn drin, sondern nur die oberste Schicht des Popcorn. Das Ganze decken wir mit Pappe ab und unten drunter können wir all unsere Süßigkeiten reinschmuggeln. Im Prinzip funktioniert es so. Wir müssen quasi einen Kreis bauen, der sozusagen da reinpasst. Und daher, dass hier in so einem Popcorn-Eimer viel Platz drin ist, wollen wir ja eigentlich so viele Süßigkeiten wie möglich da haben. Okay, warte, ich fülle mal den komplett voll. So. Okay. Reicht. Nur für die Demonstration. Und dann legen wir hier quasi wie so eine Art kleinen Deckel rein. So. Circa. Ja. So. Und jetzt kommt hier einfach Popcorn drauf. Okay. Jetzt haben wir quasi den Eimer mit der Pappe und damit es so echt wie möglich aussieht, muss da natürlich jetzt noch das Popcorn rein. So, hey. Okay.
Mehr. Oha, Leute, sieht so gut aus. Oh mein Gott. Also, ich würde sagen, damit kann man ganz entspannt einfach ins Kino gehen. Und ich glaube, das ist einfach unbemerkbar. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier für Blockbuster uns reinziehen können, Leute. Ja, ich würde auch sagen, meine Güte, hier gibt es aber viele. Sag mal, haben wir die Tickets dabei? Ich habe keine Tickets. Ich habe auch die Tickets nicht okay, dabei. Okay, warte, lass die Tickets holen. Okay. Okay, wir haben die Tickets. Okay. Und jetzt nur noch einen Film aussuchen, oder? Lass uns doch in Toni und die 700 Äpfel gehen. Nee, ich habe keinen Bock auf Toni und die 700 Äpfel. Sieht voll gruselig aus, Mann. Ich will eher zu Roman allein zu Hause. Oh mein Gott. Da bist du auch sogar dabei. Ich glaube, ich bin deine Mutter, Mann. Oh nein. Nee, ich möchte den Film doch nicht sehen. Lass nur lieber den da gucken. Das Huhn. Ha? Eine Arisu Studios Produktion. Ich glaube, das ist ein richtig cooler Film, Leute. Ich wäre auch, glaube ich, für das Huhn. Komm, wir schauen uns das Huhn an, okay? Wir haben 2 Tickets für das Huhn. Genau, also wir wollen in das Huhn gehen und wir waren gerade am Popcorn-Schalter. Auf wir haben Popcorn. Uns bisschen Popcorn. Hier, nimm das. Nehmen Sie das. Okay. Oh ja, schmeckt gut, gell? Hier sind die Tickets. Ah ja, nehmen Sie ruhig, nehmen Sie ruhig. Okay, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Ah ja, ich nehme die Tickets hier damit, gell? Alles klar. Dankeschön. Ciao. Ja. Noch ein. Alter. Oh mein Gott, Oma, das was? War so knapp einfach. Also, Leute, ihr müsst wissen, was gerade passiert ist. Als Toni gerade bei dem Wärter war, hat er einfach gerade ein gefälschtes Popcorn genommen. Bei Tonis Bucket haben wir nochmal ein bisschen anders gebaut. Sie hat da quasi so geklebten Popcorn, den man so hochheben kann. Ah, du machst voll viel Sauerei rum, Mann. Warte, ich heb's auf meinen drauf. Guck mal, das ist wie so ein Deckel. Okay. Also Leute, jetzt ist Zeit, ein bisschen zu altern. Ich glaube, meine Hüfte tut schon weh. Bin so alt. Genau so sieht es aus, wenn man alt wird, Leute. Genau okay. Deswegen gehen wir jetzt tatsächlich in unseren Alterungsprozess über, weil niemand denkt, dass eine Oma nur ansatzweise in einem Kino Süßigkeiten reinschmuggelt. Ich habe bloß auf ein paar graue Haare, Roman. Okay. Oh ja. Ah ja. Okay. Du siehst aus wie eine verrückte Oma. Oh, ich habe schon die Haare im Gesicht. So, ja, so siehst du gut aus. Ich sehe einfach nichts mehr, Leute. Okay, jetzt fehlen uns noch die richtigen Outfits. Tada! Oh, ich meine natürlich... Tada! Tada, Leute! Warte. Aber jeder alte Mensch braucht eine Gehhilfe. Oh Mann! Annegret! Annegret, ich bin so alt! Oh, was macht denn deine Katze hier? Stimmt, ich habe ja meine Katze noch dabei. Warte, warte, renn nicht weg! Renn doch nicht so schnell weg! Annegret! Oh, okay. Annegret, ich bin so alt! Aber Roman, wo verstecken wir jetzt die Süßigkeiten? Genau, das ist nämlich jetzt die Frage. Wie wollen wir das hinbekommen? Also, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Erstens, jede Oma hat immer eine Katze dabei. Und deswegen müssen wir hier diesen Reißverschluss nutzen. Weil wir haben da nämlich unser Geheimfach drin. Da sind Babykatzen drin. Oh mein Gott, das ist eine schwangere Katze. Ja, da müssen leider die Babys erstmal weg. Okay. Weg mit den Babys und rein mit den Süßigkeiten. Süßigkeiten! Auf jeden Fall die Augen. Oder diese Schnüre hier, das sind die allerbesten. Nee, Knickknacks, das sind die allerbesten. Jetzt. Ich bin so voller Zucker. Ich platz gleich. So. Oh mein Gott, ist die toll. Guck mal, wie schwer die ist. Oha. Okay, das ist auf jeden Fall eine sichere Sache, okay? Und die Katze kommt dann einfach, oh nee, warte, hier, direkt vorne ins Körbchen rein. Oh. Perfekt. Hier so. Das sind meine Ellenbogenschützer, Leute. Genau, bei Toni hat nämlich so einen schwachen Ellbogen und deswegen hat sie da so ein kleines Polster dran. Ich bin schon ganz empfindlich, weil ich so alt bin, wisst ihr? Los, Annegret! Annegret! Ab ins Kino! Annegret, hast du die Tickets dabei? Du bist Annegret! Ich bin Annegret, stimmt, du hast recht. Oh, wir gehen los. Los geht's. Okay. Oh. Los, Annegret. Annegret, nicht so schnell. Okay, wir gehen jetzt in einen Film. In was? Einen Grill?
ich habe gehört, es kommt wieder Roman allein zu Hause in den Kinos. Annegret, wirklich? Ja, wirklich. Meine Güte, Annegret. Hast du die Tickets? Annegret, ich habe keine Tickets dabei. Okay, ich gehe wieder zurück und hol die Tickets. Annegret, ich mach das. Die haben hier Seniorentickets. Ah, okay, man darf hier umsonst rein, wenn man alt ist. Hallo. Guten Tag, junger Mann. Wir haben den Seniorenrabatt und würden gerne in hier Roman allein zu Hause gehen. Hören Sie zu, das ist die Annegret. Guten Tag. Ich bin die Annegret und das hier ist unsere kleine süße Annegret. Hier, halten Sie mal. Oh, ja. Die hat ganz schön viel gegessen. Ja. Die Annegret, ja. Die Annegret ist auf jeden Fall den ganzen Tag am Essen. Hören Sie zu, junger Mann. Wir haben unsere Tickets vergessen. Die Annegret hat mal wieder nicht dran gedacht. Oh, das ist aber lieb von Ihnen. Oh. Vielen Dank. Oh ja, okay. Na dann, schauen wir den Film. Los geht's. Komm, geh vor. Dankeschön. Oh. Oh. Oh yeah. Vielen, vielen Dank, junger Mann. Oh, Sie zeigen mir den Platz. Das ist ja sehr, sehr freundlich. Oh, wow. Okay. Meine Güte, danke. Das reicht uns schon perfekt. Oh, was? Oh, Sie gucken mit uns? Oh, na klar, kein Problem. Okay. Okay, na alles dann. Klar. Dann. Los geht's. Das ist mein Lieblingsfilm. Lebt, glaube ich. Er ist auf meiner Schulter eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt? Wir können die Süßigkeiten nicht essen. Naja, vielleicht schon. Hier, geh mal da dran, mach die Katze auf. Oh Mann. Aber mach es leise auf, nicht dass er aufwacht. Ich versuch's, ja. Oh Mann, wir dürfen uns nicht bewegen, sonst wacht er sofort auf. Oh mein Gott. Hier. Toni? Nimm die Katze mit! Nimm die Katze mit! So! Das nächste wird nicht ganz so günstig sein. Aber dafür müssen wir nämlich uns richtig rausputzen. Richtig edel aussehen. Weil wir müssen richtig schick sein. Weil nur dann funktioniert dieser nächste Trick. Wir müssen so reich wie möglich aussehen und so edel wie möglich. Und deswegen, 3, 2, 1, tada! Oh yeah! So sehen wir viel luxuriöser aus. Ding! Aber schick aus, Roman. Du siehst super schick aus, Toni. Und so funktioniert auch dieser Trick. Also, jeder weiß, dass Leute, die gut angezogen sind, auch immer etwas an Accessoires dabei haben. So Ringe oder Ketten oder Ohrringe. Eine Rolex haben die Leute immer dabei. Die haben wir heute leider nicht dabei. Was wir aber dabei haben, ist tatsächlich ein Angelfaden, eine Angelschnur oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und daraus können wir uns den Schmuck selber basteln, aber nicht mit ganz normalen Perlen oder sowas. Ja, sondern mit Gummibärchen. Ich habe gerade zwei verloren. Also, im Prinzip nehmen wir uns da ein Gummibärchen. Wir müssen es jetzt hinbekommen, daraus wie eine Art Kette oder Halsband zu machen. Das heißt, guck mal, wir würden jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen Schnur nehmen. Dann würden wir hier so, da drum schnüren. So. Und dann kommen da noch ganz, ganz viele Gummibärchen dazu. Tada! Okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein Gummibärchen. Und das könnte theoretischerweise der perfekte Ohrring für Toni sein. Oh yeah! Einfach hier, würde nicht mal auffallen. Voll gut. Also, das heißt also, wir machen uns jetzt Ketten, Ohrringe, Ringe und alles Mögliche aus diesen Faden. In sicher. Und dann gucken wir, wie gut wir damit klarkommen. Wir zeigen euch unsere Ergebnisse gleich. Bis gleich. Okay, Leute, was sagt ihr zu meinen Ohrringen? Ja, wir haben Ohrringe. Wir haben eine Kette. Wir haben ein Armband. Und wir haben einen Ring. Alles aus Gummibärchen. Damit sind wir auf jeden Fall ausgerüstet. Und es sollte eigentlich nicht auffallen. Hoffen wir mal. Hast du die Tickets? Ich nehme die Tickets mit. Okay. Ich glaube, diesmal werden wir sie dabei haben. Es ist aufgegangen. Oh, wir reparieren es gleich. Wir sehen uns gleich vorne. Los geht's. Oh yeah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir würden gerne in den Film gehen. Genau. Sie sehen richtig. Der Hauptdarsteller. Das bin ich.
Roman allein zu Hause. Darf ich vorstellen? Roman und das ist Toni. Mhm. Genau, wie Sie sehen, sind wir hier ganz schön reich gekleidet. Hören Sie zu. Ich weiß, vielleicht erkennen Sie das ein oder andere leckere Ding an unserem Schmuck. Deswegen habe ich einen Deal für Sie. Sie lassen uns rein, ohne Ticket, und dafür kriegen Sie diesen 24 Karat Goldring mit dem kleinen Extra. Ha? Ist das möglicherweise etwas, wo wir ein bisschen verhandeln können? Das ist doch ein Angebot, oder nicht? Mhm. Ist doch ein gutes Angebot, oder? Mhm. Alles klar. Ja, oh, verstehe. Yeah. Dankeschön. Alles klar. Danke, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Und damit sehen wir nicht nur gut aus, sondern wir sind auch ganz entspannt im Kino mit Süßigkeiten. Oh, gibst du mir mal so eins von deinem Armband? Mm, hier. Und ich möchte noch ein Gummibärchen haben. So. Mm. Ah, au! Das tut weh. Oh mein Gott. Also, es ist nicht unbedingt die beste Art und Weise, um irgendwas reinzuschmuggeln, weil es nicht viel ist. Aber es funktioniert. Und man hat einen echt coolen Auftritt. Naja, man hat einen coolen Auftritt, aber man muss auch den Wärter irgendwie bestechen, weil es schon offensichtlich ist. Also, ich würde... Oh Gott, ich habe mich gerade voll verschluckt. Sprecht niemals mit vollem Mund. Richtig. Aber auf zum nächsten Trick. Los geht's! Ich sehe so ordentlich aus, weil der nächste Trick sehr viel Feingefühl benötigt. Oh Mann, ich hab unser Kind dabei. Genau, Toni und ich sind glückliche Eltern von dieser Katze. Mit einem Kinderwagen, Leute. Genau, und ein Kinderwagen bringt einem schon einen gewissen Vorteil. Und zwar, dass man da extrem viele Süßigkeiten reinmachen kann. Und deswegen machen wir da heute alles rein. Oh yeah! Oh, hey. Könnte dein Kind sein. Okay, Leute, das kommt alles da rein. Und das hier ist wirklich die süßeste Katze überhaupt. Oh, Kleine. Übrigens, also wir füllen jetzt quasi den ganzen Wagen auf, sodass wirklich alles vollgefüllt ist und dann der Rest ist dann halt mit der Katze voll. Gehen wir mit unserem Kind. Los geht's! Ich habe die Tickets. Hast du sie? Ich habe sie. Perfekt. Okay, okay. Was ein schöner Familienausflug. Ganz normale Familienausflüge. Unsere Tickets sind schon vorbereitet. Genau, ich habe die online bestellt. Hallo, wir wollen in den Familienfilm und haben unsere Tickets schon bereit. Genau, wir haben einmal das Familienticket geholt. Sie können das hier mal kurz checken. Genau, wir wollen nämlich in Skomula Trimrile mit dem Hauptdarsteller. Keine Ahnung, wie der heißt, aber der sieht gut aus. Ein wahres Familienabenteuer. Exakt. Weil wir sind auch eine Familie, wie man sieht. Genau, das ist unser Sohn oder Tochter? Sohn. Sohn, Sohn. Ja, genau. Oh. Süßes Baby, ne? Das da unten? Oh, ja, keine süße... Ah. Oh, das tut uns aber leid. Entschuldigen Sie. Nee, tun Sie... Also... Nehmen Sie uns das ruhig ab. Wir entschuldigen uns dafür. Das wollten wir nicht reinschmuggeln. Das war unser Kind. Das haben wir nur vergessen. Ja. Ja, das ist das Kind. Der ist verrückt. Warten Sie. Hier, schauen Sie doch mal, wie süß er ist. Hä? Aber er schläft gerade. Sehen Sie das? Ja, er schläft. Er schläft. Sie kann ihn da nicht rausnehmen. Also, entschuldigen Sie bitte. Das ist ja schon unser Kind, ne? Also... Er ist einfach groß, Roman. Ich weiß nicht, was er macht. Oh, oh, oh. Ist süß, gell? Oh, ja, genau. Das ist ein echt süßer Fratz, hä? Ja, ist das ein kleiner Süßer. Er ist verrückt nach Süßigkeiten. Das hat er mitgenommen, das war nicht ich. Weiß nicht. Ich schwör's, was? Hey, was soll das? Oh, Mann. Hey, gib uns unser Kind zurück, Mann. Hey. Komm zurück! Okay, Leute, jetzt haben wir noch was ganz Besonderes. Und zwar werde ich ein Ablenkungsmanöver vornehmen. Als Magierin. Das heißt, ich werde ihn ablenken mit meinen Zaubertricks. Und Roman schmuggelt derweil unsere Süßigkeiten ins Kino. Genau, und zwar mit dieser Schüssel. Nur wird die Schüssel ebenfalls wie Magie von alleine ins Kino reinkommen. Sex! Das Ganze ist natürlich nicht wirklich magisch, sondern
Wir benutzen dafür ein ferngesteuertes Auto. Und damit wir genug Süßigkeiten reinbekommen können, nehmen wir dieses Ding da drauf. Und das ist dann im Prinzip einfach nur ein Auto mit einer Schüssel. Toni, du musst gute Zaubertricks machen, okay? Ja, gar kein Problem. Okay, wir schauen mal, wie es funktioniert. Okay, also, wir müssen leise sein, weil der Wärter gerade noch am Handy spielt und gerade nicht aufpasst. Aber das hier ist wirklich die maximale Ladung an Süßigkeiten, okay? Hier ist wirklich alles drin. Okay, perfekt. Aber kann doch fahren. Ja klar, guck. Okay, Roman, also du musst es jetzt schnell aufräumen und ich gehe schon mal rüber und lenke ihn ab. Okay, Leute, los geht's. Hey, Sie sehen aus, als ob Sie ein großer Fan der Magie sind, oder nicht? Also ich meine, wer einen Zylinder trägt, vielleicht sollten Sie mir den mal geben. Der liebt doch die Zauberei. Also ich habe ein paar Tricks für Sie, aber dafür müssen Sie ein bisschen mehr zu mir kommen, weil ich immer nur hier meine Zaubertricks mache. Also, der Hut, der war ja eben noch leer, nicht wahr? Jetzt nehmen Sie mir den Hut doch mal ab. Ein Katzenbaby, nicht wahr? Ist ein süßes Katzenbaby. Und warten Sie. Noch ein Katzenbaby, ich weiß. Das ist wahre Zauberkunst. Aber wissen Sie, langsam muss ich auch los und in den Film. Oh, sorry, ich habe die Tickets vergessen. Ah, perfekt. Ja, ich habe Ihnen meine Zauberkünste gezeigt. Hey, coole Katzen. Hier, die zwei Tickets. Wir gehen Toni und die 700 Äpfel gucken. Schöner Film. Genau, wir haben nichts dabei sonst. Komplett leer. Alles klar. Gut. Oh Mann, du siehst ja aus wie eine Zauberin. Cool. Danke, ja. Alles klar, danke schön. Tschüss. Das war der älteste Trick in den Büchern. Da müssen wir diese ganzen Dinger hier wegmachen. Okay, Leute, das war der letzte Trick für heute. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, unter shop.amazon.de vorbeizusehen für die neuen Dr. Augen. Das hier ist ein Kugelblitz Dr. Auge und die kann man alle unter shop.amazon.de bekommen. Und das hier ist eigentlich jetzt auch das Ende. Ich glaube, noch mehr Süßigkeiten kriegen wir hier auch gar nicht rein. Willst du auch ein paar? Naja. Die sind lecker. Ja, sowieso viel zu teuer hier, das ganze Kino, oder? Ach, nicht der Rede wert. Okay, Leute, schaut auf jeden Fall unter shop.amazon.de vorbei und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao! Ciao.